Moin, moin, liebe Freunde der Bewegung und des Rittensports. Dankeschön, Helle, für die Anmoderation. Wenn ihr möchtet, wir machen am Anfang so ein bisschen Theorie, um euch ein paar Sachen zu erklären. Wenn ihr so ein bisschen rüberrutscht, könnt ihr was sehen von den Sachen, die müsst ihr nicht lesen. Ich erzähle euch alles, aber nicht, dass ihr nachher sagt, ihr habt nichts gesehen. Ja, wie gesagt, Helle, nochmal danke für die Anmoderation. Willi, unbekannterweise da hinten um die Ecke, danke für die Einladung nochmal. Als Helle mir vor so ein paar Monate her irgendwie eine Anfrage geschickt hat, so möchtest du nicht nochmal auf diesem Seminar was sagen, habe ich mich sehr gefreut, weil das ist tatsächlich meine dritte Veranstaltung. Auf der ersten war ich als Gast dabei. Letztes Mal habe ich schon mal einen Vortrag gehalten. Es scheint also nicht so schlimm gewesen zu sein, dass man mich nicht mehr einlädt. Das ist schon mal ganz gut. Und als das Thema dann auch noch hieß Loslassen, habe ich sofort Juhu geschrieben und hatte sofort dieses Thema im Kopf. Nur um dann kurz danach mit meinem Bewusstsein zu sagen, oh Gott, das kannst du nicht bringen. Weil es geht heute in dem Vortrag so ein bisschen um das Thema myofasziales Unwinding, wenn die Fernbedienung möchte. Was das ist, kommt natürlich nachher. Frei bewegen durch Loslassen. Und das ist ein Thema, das unterrichte ich bei meinen Klienten und Schülern und so seit schon über 10 Jahren. Und habe dann irgendwann mal umgestellt, doch lieber Übungen zu unterrichten. Weil viele Leute mit diesem Konzept einfach nicht klarkamen, weil es einfach zu far out ist. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass Christoph eigentlich schon eine sehr gute Vorarbeit mit euch geleistet hat. Dann können wir nachher diese Geschichte leichter einschränken. Deshalb, was es ist, kommt gleich an. Das Allerwichtigste ist immer vor so Vorträgen von meiner Seite ist wichtig, ich bin nicht dein Guru. Das heißt, bitte glaube mir nichts. Alles, was ich hier erzähle, ist mein Modell der Welt. Da lebe ich über ein Jahrzehnt hervorragend mit. Das muss aber nicht dein Modell der Welt sein. Ja? Nimm dir bitte raus, was dir schmeckt, was du benutzen kannst. Alles andere schmeiß hin rüber. Ja, ich habe nicht den Stein der Weisen gefunden oder irgendwie die Weisheit gebadet. Es funktioniert für mich, es funktioniert, ja schade, ich arbeite wirklich dran. Aber sozusagen der aktuelle Stand meines persönlichen Irrtums, der für mich hervorragend funktioniert, auch der für dich funktioniert, schau mal. Vielleicht zu mir noch ganz kurz, tatsächlich kann es sein, dass der andere mich kennt, aber um mich nochmal ganz kurz vorzustellen, klar, mein Name ist Dirk Beckmann. Ich arbeite in Düsseldorf als Faszien-Spezialist. Ich arbeite mit einer strukturellen Faszienarbeit an meinen Klienten. Das heißt, die kommen zu mir und haben Bewegungseinschränkungen, schlechte Haltung, wie ihr sagen würdet, myofasziale Verklebung und so weiter und so fort. Und daraus resultieren oft auch Problemchen, ja, Schulter, Rücken, Nacken, ihr kennt das alle. Und ich helfe ihnen sozusagen wieder in freies Bewegen zu kommen. Ich habe dabei das Glück, dass ich eine ganz breite Range von Leuten habe, also wirklich vom normalen Büroarbeiter über einen Profisportler bis hin zu Medienfuzzis und YouTubern und so. Also ich habe einen sehr breiten Einblick in ganz unterschiedliche Bewegungswelten und das ist manchmal ganz interessant, wirklich zu gucken, wie machen es die Profis, wie machen es die Normalos und wofür das alles sind. Dann bin ich noch Hypnose-Coach, NLP-Practitioner, mache viel mit Meditation und so. Das ist ein bisschen das zweite Standbein meiner Methode, da geht es eher um den Geist. Ich bin Autor von zwei kleinen Büchlein, das sind so Übungsbüchlein, einmal zum Gehen, ich bin so ein Vorfuß-Gehfuzzi. Ist ja so ein bisschen auch so Glaubenskrieg, den ich aber sehr entspannt sehe. Und ein Buch zum Thema die Zickzacklinie, das war ein bisschen fast das, was ich eben bei Christoph und vorher schon gemacht habe. Wie stehe ich eigentlich richtig, wie organisiere ich mich im Raum? Dann bin ich auch noch, muss man Leute immer sagen, so YouTuber. Ich habe so einen ganz kleinen YouTube-Kanal mit irgendwie 3000 Abonnenten und immerhin auch schon 600.000 Klicks oder so, der eigentlich mal angefangen hat für meine Klienten, damit ich denen nicht immer per E-Mail erklären muss, wie irgendeine Übung geht, dass ich jetzt nur noch einen Link schicken muss, so, mach so und so. Also wenn ihr da mal vorbeigucken wollt, ist ganz interessant. Blog ein bisschen zu dem Thema. Und last not least, bin der Begründer der sogenannten ES-Methode. Also mein Baby, ES steht für Equilibrium State, Gleichgewichtszustand. Und da arbeite ich eben mit meinen Klienten, um die wieder körperlich und mental in so einen ausgeglichenen, entspannten Zustand zu bringen, dass sie sich wieder A, frei bewegen können und B, auch, wie hast du gesagt, die Birne ein bisschen frei haben. Tja, das soll es eigentlich zu mir gewesen sein. Mehr müsst ihr, glaube ich, nicht wissen. Wer weiß, nur meine Frau, mein Steuerberater und das Finanzamt vielleicht. Reicht für euch, aber steigen wir mal ein. Was ist denn das Problem so? Warum geht ihr denn auf solche Workshops eigentlich? Ja, klar, wollt ihr euch besser bewegen, aber vielfach bei vielen Leuten hängt dann sowas mit drin. Es gibt so Sachen wie Schulter, Rücken, Nacken, irgendwo zieht und zwickt und irgendwie funktioniert das Ganze nicht so. Und scheinbar ist es so, dass das ab 30 irgendwie normal zu sein scheint. Also ich kann selten in der Runde sitzen, ohne dass ich mich rechtfertigen muss dafür, dass mir nichts weh tut. Das ist immer ganz furchtbar. Und scheinbar ist es auch so ein Thema, wovor Sport nicht gefeit macht. Also ist es tatsächlich so, dass wahrscheinlich einige von euch Sport machen, trotzdem aber Probleme haben. Ein Profisportler, ich habe jetzt gerade wieder so einen fertig gemacht, also Serie fertig gemacht, ein Profifußballspieler, der geht jetzt mit 31 in Fußballerrente, weil er kaputt ist. Also muss man so überlegen, ist es Sport alleine, hilft das bei solchen Problemen, ja oder nein? Und vor allem die Frage, was hat das Ganze mit dem Loslassen zu tun? Also warum sollte man sich mit dem Thema Loslassen in diesem Kontext mal sehr ausgiebig beschäftigen. Ihr habt ein paar Sachen schon gehört, jetzt nochmal ein bisschen durch eine andere Brille gehört.
Um das Thema so ein bisschen zu verstehen, muss man sich zuerst mit diesen beiden Sachen beschäftigen. Also was sind eigentlich Stress und Anspannung? Also, was machen die gegeneinander? Was passiert denn eigentlich? Fangen wir erstmal mit Stress an. Stress ist ein System, was eigentlich echt ganz altertümlich ist. Weil als ihr mal so euch als Mensch entwickelt habt, und ihr habt euch so die letzten, was ich weiß, 10.000, 40.000 Jahre auch nicht so riesig groß verändert von eurem Körperbau, von eurem Nervensystem, da war Stress einfach der Säbelzahntiger oder der Kollege von nebenan, der Keuler, der euch an die Wäsche wollte. Und um auf diesen Stress zu reagieren, gab es halt gewisse Mechanismen. Wir spricht immer ganz viel davon, Fight or Flight, kennt ihr alle, ja, Flucht oder Kampf. Was aber gern weggelassen wird, ist dieses hier, das sogenannte Todstellen. Weil es gibt durchaus Situationen, wo ihr vor dem Säbelzahntiger eben nicht wegrennen könnt, wo ihr aber nicht eine Keule in der Hand habt und den Säbelzahntiger bekämpfen könnt. Und was ihr dann machen müsst, ist irgendwie versuchen zu überleben und euch zu schützen. Was da körperlich passiert, ist dasselbe, was passiert, wenn man beispielsweise einen Versuch Soldaten die Augen verbindet und hinter dem Kopf einfach irgendwann eine Schreckschusspistole abschießt. Was die Leute im Moment des Knalls machen, ist das hier. Ja? Der Bauch spannt sich an, bringt Becken und Brustkorb näher aneinander, Po-Muskulatur spannt sich auch an, Schultern gehen nach oben, vorne, der Kopf geht nach vorne, um den Halsbereich zu schützen. Und es ist verwundbarsten Stellen. Ja, weil hier habe ich keine Knochen drüber, wenn ich hier mit einer Klaue durchgehe, sieht das übel aus, genauso am Hals. Und das Interessante ist, dass ihr auch heute noch in eurem Körper mit genau demselben Mechanismus auf Stress reagiert. Das heißt, wenn ihr ein Zielgespräch mit eurem Chef habt oder einen schlimmen Kunden am Telefon oder so, dann könnt ihr in der Regel nicht einfach rausrennen. Flucht funktioniert schon mal nicht. Kampf ist, würde man sich gerne wünschen, aber kann man oft auch nicht machen. Ja, man kann dem Chef nicht einer hinzimmern. Das heißt, es bleibt, euer Körper reagiert mit diesem Todstellmechanismus. Nicht, dass ihr euch auf den Boden legt und zusammenkrümmt. Ja, dazu ist der sozusagen Reiz noch zu gering, aber ihr fangt an, Tonus aufzubauen in eurem Bauch. Bonus aufzubauen, eure Schulterbereich zieht die Schulter noch nach vorne und nach dem Kopf hier hin. Und diese Körperhaltung, diese Körperstruktur in vielen Varianten habt ihr häufig in eurem Umfeld schon gesehen. Das Problem ist, macht ihr das häufig genug, dann gewöhnen sich die Muskeln daran und die machen das dann nachher ohne euer Zutun. Der Fachchinese nennt das eine sogenannte sensomotorische Amnesie. Und wenn ihr es noch länger macht, dann bildet ihr irgendwann eure Fazien das Ganze ab, sodass ihr dann auch nicht mehr rauskommt. Und dann denkt ihr so mit 30, ja, ich bin unbeweglich, aber ja, ich werde ja auch älter, da kommt das her. Hat damit aber nicht. Was passiert da auf so einer tieferen Ebene? Also wenn ihr mal so guckt, in diesem Moment ist im vegetativen Nervensystem ist euer Sympathikus aktiv. Das heißt, eure Lunge arbeitet stärker. Ja? Ihr atmet schneller und flacher. Klar, ihr wollt ja irgendwie weglaufen, ihr müsst Sauerstoff reinbringen in den Körper. Ja? Gleichzeitig herzhöhere Pumpfrequenz, klar. Und der Blutfluss zu den Muskeln hat Priorität und da auch zu den großen Muskeln. Das heißt, auch für die Kampfkünstler immer so Feinmotorik in Stresssituationen, nee, eher nicht so. Ja? Das heißt, die großen Muskeln werden angesteuert, versorgt, damit ihr wegrennen könnt, kämpfen könnt oder einfach euch komplett als Spannungskopf schützt. Gleichzeitig ist hier sozusagen der Muskeltonus insgesamt natürlich hoch, ist logisch. Der Blutzuckerspiegel steigt. Und das ist auch interessant, die Immunabwehr und die Verdauung werden vermindert. Weil ganz klar, wenn ihr vom Säbelzahntiger weglauft, dann hat das Brötchen, was ihr verdauen wollt, jetzt nicht so Priorität. Und auch die Schnupfen, ihr müsst erstmal überleben. Und das kennt ihr alle, wenn ihr in stressigen Situationen unterwegs seid und ihr merkt, ihr habt latent so eine Erkältung oder sowas oder so eine Grippe in euch schlummern. Die bricht aber nicht so aus, bis ihr dann endlich mal schön Urlaub habt oder das Wochenende oder so und dann kickt es richtig rein. Man denkt dann häufig, dass man dann krank wird. Das ist aber nicht so, sondern in diesem Moment ist es so, dass eure Immunabwehr sich jetzt endlich mal um die Bakterien und Viren kümmern kann und endlich Fieber machen kann, um die kaputt zu machen und endlich verschleimen kann, um die rauszukriegen. Ja, das ist sozusagen nur euer Gesundungsprozess. Das wird aber, wie gesagt, unter Stress alles zurückgestellt und nur so notdürftig in Schach gehalten, sodass eure Virenbakterien schön da so ein bisschen Party feiern können. Was ebenfalls wichtig ist, in diesem Moment wird natürlich Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol ausgeschüttet, eure sogenannten Stresshormone. Und es gibt ein ganz interessantes Phänomen, nämlich wenn Cortisol in eurem Körper ausgeschüttet wird, wird gleichzeitig noch ein Neurotransmitter ausgeschüttet, der in einem In-vitro-Versuch, also in so einer Petrischale, in der Faszien eingespannt sind, dafür sorgt, dass Faszien sich zusammenziehen. Also Cortisol hat indirekt einen direkten Effekt auf eure fasziale Spannung im Körper. Und wenn ihr immer in so einem System seid, dann seid ihr sehr gut, beim Bindegewebe zusammenzuziehen, zu kontrollieren, was nicht so richtig gut ist. Auch eben wichtig, das Ganze ist ein Notfallsystem, nur für eine gewisse Zeit gedacht, nämlich so lange, wie der Säbelzahntiger in euch herläuft. Leider ist es so bei uns, also man weiß aus Studien, dass zum Beispiel Rehe oder sowas, wenn die von Wölfen gejagt werden, das dann überleben. Dann kann man messen, die brauchen ungefähr eine Viertelstunde, bis die wieder in so einen kompletten Ruhepuls übergehen, grasen, als wenn es keine Wölfe geben würde. Da sind die wieder komplett gechillt. Euer Problem ist, ihr habt einen sehr schönen Neokortex, euer Thinking Brain, wie man so sagt, und ihr könnt euch eure Wölfe auch vorstellen, wenn die nicht da sind. Das heißt, wenn ihr euch jetzt vorstellt, oder wenn du dir zum Beispiel vorstellst, du hast in 2 Wochen einen Vortrag vor 500 Leuten zu einem Thema, wo du keine Ahnung von hast,
Ja, da musst du nur intensiv genug darüber nachdenken und schon fängt dein Bauch an sich anzuspannen, dein Bauch krummelt, du musst mal häufig auf Toilette, fühlt sich ein bisschen angespannt. Weil es reicht sozusagen für dein Gehirn, dir solche Situationen lebhaft vorzustellen und die körperliche Reaktion herausbeschwören sozusagen. Deswegen, normalerweise, Stress ist okay, ihr dürft auch gerne so reagieren, wenn ihr euch zusammenzieht, aber guckt, dass ihr danach wieder runterkommt. In dem Moment habt ihr so ein spezielles Hirnwellenmuster, High Beta, also hochfrequente Beta-Hirnwellen, und das ist ein Hirnwellenmuster, wo ihr nur auf außen gerichtet seid. Also eure inneren Bedürfnisse, wie fühle ich mich, wie geht's mir, ist in dem Moment auch nicht so wichtig, sondern der Säbelzahntiger. Die Keule um den Säbelzahntiger zu hauen, der Weg, wo ich lang laufe. Okay, das ist Stress, das passiert in eurem Körper in dem Moment, das ist ein echter Tonus-Buster für euch. Man kann also sagen hier, Stress erzeugt Tonus in eurem Körper. Na klar, wenn ihr Stress habt, spannt ihr irgendwie an, um was zu machen oder euch totzustellen. Gleichzeitig sorgt aber Tonus auch wieder für Stress. Weil euer chronisch angespannter, was ich weiß, Bizeps macht das ja nicht allein. Wenn man euch sedieren würde bei einer Operation mit einer Anästhesie, dann ist der entspannt. Ja, man müsste mal so, bei YouTube gibt es so Videos, müsst ihr mal Leute euch angucken in der Anästhesie, die sind erstaunlich flexibel. Ja, weil die einfach komplett entspannen und loslassen. Das Blöde ist, sobald der General hier oben wieder angeht, ist der Tonus noch wieder. Und es gibt sozusagen zwischen eurem Muskel und eurem Gehirn eine permanente Kommunikation. Der fragt immer, soll ich noch antworten? Ja, Mann. Ja, Mann, antworten? Mhm. Ja, ich auch. Ja, Mann, antworten? Mhm. Das heißt, das sind ganz viele Funkfrequenzen bei euch belegt. Und tatsächlich ist es eigentlich ein biochemischer Prozess. Das heißt, da werden Ressourcen gebunden mit Anspannung von Muskulatur, die man aber eigentlich gar nicht anspannen kann. Ja, also es ist nicht so gut. Wie gesagt, Stress erzeugt Tonus, Tonus erzeugt Stress. Gucken wir uns das Gegenteil mal an. Entspannung. Entspannung ist natürlich ein Ruhezustand, eigentlich der, wo man normalerweise drin sein sollte. Also ihr jetzt zum Beispiel, wenn ihr jetzt nicht total nervös seid, ob der Übung die Nacht. Was macht euer vegetatives Nervensystem? Da ist eben dieser Parasympathikus aktiv, sagen die Fachchinesen. Das heißt, euer Herzfrequenzblutdruck sinken, Atmung wird langsamer und tiefer. Ja. Gleichzeitig ist Verdauung und Immunabwehr aktiv. Ja, viele Leute kennen das, du kennst es schon auch mit deinen Klienten, wenn man mit denen arbeitet, die kommen gestresst und die entspannen sich mental, dann fängt auf einmal an, der Bauch zu blubbern, weil die Verdauung dann sagt, ah, jetzt ist der Säbelzahntiger, jetzt geht's. Gleichzeitig auch Zellregeneration, ja, wenn ihr Heilungsprozess haben wollt, braucht ihr diesen Zustand, da ist Stress ganz schlecht. Und auch diese ganzen kontrahierenden Hormone und Neurotransmitter sind dann nicht unterwegs, sondern stattdessen eher Serotonin, was ziemlich gut ist. In dem Bereich sind die dominanten Hirnwellen niederfrequentes Beta und Alpha. Niederfrequentes Beta ist das, wo ihr jetzt wahrscheinlich gerade drin seid, wo ihr so ein bisschen zuhört. Wenn ich euch sagen würde, ihr müsst nachher einen Test schreiben, dann werdet ihr im mittelfrequenten Beta-Bereich, ja, oder eben schon hochfrequent. Aber so hört ihr so ein bisschen entspannt zu und der eine oder andere, ich habe schon mal geguckt zwischendurch, macht dann mal so. Ja. Das ist auch nicht schlimm, das ist gut, dann geht ihr in den Alpha-Zustand. Alpha ist euer inneres Erleben wichtiger und das ist eigentlich der Prozess von Abgleichen des Äußeren mit dem Inneren. Da findet Lernen statt. In diesem Zustand geht man zum Beispiel, wenn man in Hypnose geht, in Meditation, in Trance, und in diesem Zustand kann man hervorragend innere Prozesse lösen, ja? Weil man nach innen geht. Bin ich aber im hochfrequenten Stressmodus, ist nur das Außen wichtig. Also das passiert in eurem Entspannungszustand mit eurem Körper und eurem System. Man kann also hier auch genauso sagen, Entspannung im Geist sorgt für Entspannung im Körper. Das heißt, wenn ich mich komplett loslasse, ja, wie eben schon mal angesprochen in so einer Sitzung, fängt mein Körper auch an loszulassen. Ich habe Klienten, mit denen ich Hypnosesitzungen mache, die, wenn sie auf einer Liege liegen, hier eine extrem krasse Lordose haben. Die können ihren Nacken gar nicht aufnehmen. Und in Hypnose kann man ihnen suggerieren, okay, jetzt entspann deinen Nacken, die Muskulatur lässt nach. Stell dir vor, die hängt durch wie eine Indiana-Jones-Hängebrücke und immer mehr und so. Und irgendwann sinkt der Hals ganz auf die Liege. Da sitzt man in Hypnose natürlich nicht besinnungslos oder sowas, sondern die Leute kriegen das natürlich mit und dann kann man ihnen nachfragen, wie war das denn für sie? Und dann sagen Leute, ja, das war irgendwie interessant, es war eigentlich ganz leicht, es ging ganz entspannt. Danach ist es aber erstmal wieder weg, aber in so einem tiefen Entspannungszustand kann ich Tonus loslassen, das heißt, wenn der Geist entspannt, ist Entspannung im Körper weg. Andersrum ist es aber auch wieder so, Entspannung im Körper sorgt für Entspannung im Geist. Ihr kennt das alle als Tipp, ja, wenn ihr vollkommen gestresst seid, ich muss gleich vor den 500 Leuten auftreten, atmen tief durch. Also wenn ich ein Entspannungsatemmuster mache, was da vorkommt, entspannt sich auch mein Geist und dann kann ich loslassen. Also das sind immer so zyklische Prozesse. Was hat das Ganze jetzt mit Loslassen, was hat das mit Bewegung zu tun? Warum ist Loslassen mit Bewegung wichtig? Das ist im ersten Mal so, dass es für eine bessere Versorgung der Muskulatur mit Sauerstoff und Nährstoffen führt. Weil wenn ihr den Muskel permanent angespannt habt, dann wird er ja dick. Der drückt kleine Kapillaren, kleine Blutgefäße und auch die größeren Blutgefäße ab. Da kommt nicht so viel Sauerstoff rein. Das ist blöd, noch keine Nährstoffe. Braucht er. Gleichzeitig ist es so, dass so ein Muskel, der entspannt ist, schneller regeneriert und auch besser wächst. Klingt so ein bisschen kontraintuitiv, aber wann wächst denn ein Muskel? In der Entspannungsphase.
Ich habe häufig Klienten, die im Fitnesssport unterwegs sind und die dann natürlich immer mehr entspannen und so und dann aber nicht Angst haben, jetzt werde ich ganz schmal. Und dann aber vollkommen erschreckt oft sagen, ja, wenn man irgendwie, mein Muskelzuwachs ist irgendwie viel mehr, wie kann das denn sein? Ja, wann wächst der Muskel, wenn er entspannt ist? Wenn der permanent rumläuft und hat so einen ja, eigentlich nicht nötigen Tonus irgendwo drin, dann hat der Muskel was anderes zu tun, als zu wachsen, ist ja logisch. Okay. Ebenfalls sehr interessant für euch, chronischer Tonus heißt immer Unterversorgung und das ist eine häufige Ursache für Schmerzen. Man weiß in der Hypnose beispielsweise, also man kann Menschen ja in Hypnose operieren, ja nicht beim Quacksalber nebenan, sondern schon offiziell im Krankenhaus. Und um das wissenschaftlich zu machen, musste man das erstmal testen. Und wenn wir zwar jetzt sagen würden, wir stellen uns zur Verfügung und dann halten wir unsere Hand hin und sagen, meine Daumen drücken, seid eher einen dickeren Daumen als ich, haut aber ein bisschen zaghaft mit dem Hammer drauf, ich habe einen dünneren Daumen, hau aber total enthusiastisch, da kommt irgendwas ganz Unterschiedliches rum, das ist wissenschaftlich blöd. Das heißt, was hat man gemacht? Man hat den Leuten ein Tourniquet, also ein Gummiband um den Oberschenkel gebunden, abgebunden das Bein und hat die Kniebeugen gemacht. Nach so 3-4 Kniebeugen ist kein Sauerstoff mehr im Blut und dann macht der Muskel zu. Das, was ihr kennt in den Kram und das tut weh. Damit hat man gearbeitet und nichts anderes passiert, wenn ihr einen chronischen Tonus in Strukturen habt. Entweder weil chronisch angespannt ist, weil verkürzt. Oder auf der Gegenseite chronisch langgezogen und euer System immer Angst hat, oh Gott, das könnte abreißen und auch mit Tonus ein bisschen dagegen arbeitet. Das heißt, häufig haben Menschen hier Probleme auf der Rückseite, Schultermuskulatur. Die Ursache liegt aber hier vorne, ja, weil das die Schulter nach vorne zieht. Passt ja alles nicht. Eine Frage? Yes. Krämpfe generell? Oh, oh, oh. Ja. Krämpfe generell sind nichts Gutes, oder? Es kommt darauf an, in welchem Kontext, wann das passiert. Also wenn ich mich sehr stark entspanne zum Beispiel, kann es durchaus sein, dass die Muskulatur mal krampft. Das ist dann oft so ein Thema. Oder wenn ich mich sehr langsam bewege, dann weiß das Nervensystem nicht so richtig, wie ich es ansteuern soll, dann drückt es einfach mal alle Knöpfe und dann krampft es. Aber das ist eine Möglichkeit, dann loszulassen. Ja, es gibt natürlich, Unterversorgung ist nicht so gut, wenn es dann deutlich kommt. Ja. Was ebenfalls, also das ist sozusagen, kann man tatsächlich sagen, das sind fast 80%, würde ich so aus dem Bauch aus sagen, der Muskel-Skelett-Beschwerden, die Leute so draußen haben, ist einfach nur das. Nee, das ist nicht. Das ist relativ harmlos, wenn man noch nicht weiß, was man machen sollte. Ein 100-hoher Tonus sorgt ebenfalls dafür, oder ist sozusagen eine Handbremse in eurem Körper, eine Handbremse für Bewegung. Und das sorgt natürlich für eine Verletzungsgefahr. Das heißt, wenn ihr in diesem alten Modell, was nicht mehr so ganz wichtig ist, Spieler gegen Spieler denkt, wenn der Spieler arbeitet, muss der Gegenspieler ja loslassen. Wenn ich mich in einen angespannten Muskel reinbewege, viel Spaß. Ja, das sind Ursachen, wo dann gerne Muskulatur reißt. Und gerade bei Profisportlern, die generell oft einen sehr hohen Muskeltonus haben, die müssen sich eben erst stundenlang, Ewigkeiten warm machen, dass das so halbwegs geschmeidig und durchblutet ist, dass da nichts passiert. Man stellt sich mal vor, in der Natur, ja, wenn ein Löwe jagt und aus dem Gebüsch schnellt, sagt die Antilope, ah, schön. Okay, jetzt geht's los, das funktioniert nicht. Ja, also in der Natur ist das nicht so. Diejenigen von euch, die kleine Kinder haben, wissen auch, die gehen auf den Spielplatz und geben gleich Vollgas, die machen sich auch nicht warm und stretchen sich. Eigentlich ist das nicht erforderlich, es sei denn, ihr seid schon so ein bisschen verklebt und tonusintensiv. Ebenfalls wichtig, Entspannung braucht ihr für eine differenzierte Ansteuerung, eine bessere Feinmotorik. Das heißt, wenn ihr langsam bewegt und euch entspannt, dann könnt ihr sorgen dafür, dass eben nur die Muskulatur wirklich aktiv ist, die ihr für die Bewegung braucht. Ihr kennt das auch, wenn ihr auf der Arbeit seid, gibt es Leute, die trinken Kaffee so. Die nutzen ihre komplette Arm-Schultermuskulatur nur, um diese kleine Tasse da hochzudrehen. Das ist zu viel. Das braucht ihr nicht. Ja, und das führt dann auch zu Problemen. Das heißt, welche Muskulatur brauche ich wirklich? Macht Bewegung langsam, entspannt euch und lasst wirklich nur die Muskulatur aktiv sein, die wirklich für die Bewegung braucht. Ganz simpel. Ganz interessante Sache für euch ist folgendes. Festhalten sorgt im Körper für Verklebung. Zwar das erste, Handbremse ganz klar, sorgt dafür, dass ihr eben weniger Range of Motion habt. Ja? Ihr kennt das Ding Use it or Lose it von der Muskulatur, gilt aber natürlich auch für Range of Motion. Das heißt, wenn ich hier ein Pectoralis habe, der das hier immer macht, ja, wenn das alles hier vorne hält, dann werde ich diese Bewegung nach hinten nicht so viel machen, weil es hier vorne eine Handbremse gibt. Das heißt, alle Beweglichkeit, die hier hinten passieren könnte, passiert nicht mehr. Und irgendwann wird es wegrationalisiert. Und wie das passiert, hat viel mit diesem Thema zu tun. Sie kamen in der Nacht, Fas- und myofasziale Verklebung. Die wohnen nicht unter eurem Bett, sondern in eurem Körper. Und was da passiert, ist folgendes. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt in eurem Körper ja immer Muskeln, die aneinander liegen. Ja, und habt ihr, wenn ihr euch vorstellt, das ist ein Muskel und die Haut ist die Faszie und drin alles, was da drin ist, ist der Muskel, habt ihr zwei so Muskeln, die aufeinander liegen und die bewegen sich an vielen Stellen gegeneinander. Zwischen den Muskeln und den Gleitflächen der Faszien fließt die Lymphe, Lymphflüssigkeit. Ja, die bildet sozusagen so ein Schmierfilm, um sich bewegen zu können. Jetzt hat die Lymphe aber eine blöde Eigenschaft. Die hat nämlich in sich drin ein Enzym und wenn ihr euch nicht bewegt, also wenn ihr schlaft zum Beispiel, oder wenn ihr euch nicht bewegen könnt, dann habt ihr da so ein stehendes Gewässer in der Lymphe.
Und dann sorgt dieses Enzym für einen Prozess, der heißt Fibringewinnung. Das heißt, die Faszien fasern miteinander so ein bisschen an. Ja, wie so ein Klettverschluss so ein bisschen. Und das sorgt für ein großes Problem, weil wenn ihr das natürlich leicht erstmal angefasert habt, dann fließt es natürlich noch schlechter, fasert noch besser an und irgendwann ist das richtig schön verklebt. Und das ist genau der Effekt, wo Leute dann sagen, die vielleicht, wenn ihr Coaches seid, zu euch ins Training kommen und dann sagen, ich bin 30, ich bin ja schon älter. Ja, weil man älter lernt, nichts zu tun, sondern mit verkleben. Was man da macht, ohne Verletzung. Jedenfalls wirklich ohne Bewegung nichts zu trinken. Ja, Faszien brauchen Flüssigkeit. Die brauchen sogar ziemlich viel Flüssigkeit, weil die zu einem großen Anteil aus Flüssigkeit bestehen. Deswegen sagt man uns ja auch immer, ab 30 muss man viel Flüssigkeit trinken. Es gibt aber ein Problem. Viel Flüssigkeit trinken sorgt in erster Linie dafür, dass ihr viele Toiletten in eurem Leben seht. Ist auch was Schönes, kann auch total interessant sein. In Hongkong gibt es in Peninsula eine super Toilette für die Herren, falls ihr da mal hinkommt. Ganz toll. Pinkelt man nämlich so in Skyline runter. Also, coole Sache. Dann kriegt man auch von jemandem Hand reicht persönlich, ist auch gut. Aber es ist einfach Folgendes. Es gibt aus eurem Magen keine Wasseradern, die in euren Rücken laufen. Ja, es gibt da kein Blutnetz, was da irgendwie das Wasser transportiert. Und wie kommt Flüssigkeit dahin? Über Bewegung, auch über euer Lymphsystem. Das heißt, ihr müsst Strukturen bewegen, um sie geschmeidig zu halten und Flüssigkeit da reinzubringen. Nicht mit einer hohen Intensität, nicht mit Kraft, sondern einfach geschmeidig mal Bewegung. Ganz simpel. Viele von euch sagen dann so, ja, ich habe ja so eine Faszienrolle und die nehme ich immer und deswegen ist alles gut. Ist schon besser als nichts, aber alles gut ist damit auch noch nicht, weil es ist einfach so, wenn ihr mit einer Faszienrolle rollt, ganz traditionell, gibt es die Problematik Schwammeffekt versus Release. Das heißt, darf ich mal eine Flasche kurz mal entführen? Klar. Wenn ihr mit einer Rolle rollt, ja, könnt ihr jetzt nicht so sehen, aber ich hatte die Mutter mal, wenn ich da rüber rolle, dann drücke ich, wenn die Rolle da ist, den Punkt eigentlich nur nach unten. Ja, für die Physiker unter euch, also wenn ich das hier auflege, habe ich im Prinzip ja nur einen Strich für eine Auflagefläche, bei einer Kugel wäre es ein Punkt. Das verändert sich zwar, aber ich habe immer nur eine punktuelle Belastung oder immer eine 90-Grad-Belastung, die da ist. Was ich aber brauche, also beziehungsweise was das macht, ist ein Schwammeffekt. Das heißt, ich drücke das Gewebe aus, alte Flüssigkeit raus, lasse los und dann zieht es neue Flüssigkeit rein. Das verbessert die Faszien. Schon super, ist gut. Ja. Was aber fehlt, ist ein sogenannter Release. Das heißt, diese Verklebung, die ich habe, dafür brauche ich Scherbewegung. Das heißt, da bräuchte ich sowas hin und her. Und das kriege ich durch einfaches Rollen nicht hin. Man kann das mit einer Rolle machen. Hm? Das erklärt, warum mein Crossband angenehmer für mich ist als meine Blackroll. Kann durchaus sein. Du kannst aber sowohl mit der Blackroll oder mit einem Lacrosseball oder mit einer Wasserflasche auch so ein Release erzeugen. Ich habe da mal so ein Produkt gemacht, aber im Prinzip funktioniert es so, um euch das schon mal gleich zu erklären. Ihr macht sowas, was wir in der Faszientherapie Pin and Stretch nennen. Das heißt, ihr pinnt die Geschichte, ihr pinnt die Struktur, die zu kurz ist, und macht einen Stretch und eine Bewegung. Ja, dann sorgt ihr für so ein Schäfer. Nicht ganz in die Kiste. Habt ihr schon wieder 14,99 Euro gespart. Okay, also das ist das Thema Problematik sozusagen, euer Körper verklebt durch Festhalten. Also Muskeltonus, Muskelanspannung ist so das initiale Ding, was für Handbremsen sorgt, für weniger Bewegen, für mehr Verkleben, weil ihr euch weniger bewegt und irgendwann ist es verklebt und durch einfach das Entspannen kriegt ihr das Verkleben auch so schnell nicht los, weil Faszien sehr langsam sind. Weil Muskel haben so eine Metabolismusrate, also bei dir, Entschuldigung, du sitzt hier vorne ein bisschen Opfer, bei dir sterben jetzt 21, ungefähr 30 Millionen Zellen im Körper. Der Arme, das ist bei euch allen aber auch so, ist aber auch nicht so schlimm, weil 30 Millionen wieder durch Zellteilung dazukommen. Ja, ja, super. Dieser Prozess läuft aber in unterschiedlicher Geschwindigkeit ab, je nachdem, was für ein Gewebe ihr habt. Ein Muskel braucht etwa 90 Tage, um einmal komplett durchzulaufen. Das Bindegewebe braucht 200 Tage. Das sind ganz lahme Gesellen. Ja? Deswegen müsst ihr da auch lange Zeit einplanen, wenn ihr das verändert. Was ist denn die natürliche Lösung jetzt? Das ist ja schon blöd, ne? Das ist ja sozusagen der Weg in den Abgrund ist ja vorgezeichnet, aber irgendeine Lösung muss es ja da geben, weil Tiere das ja scheinbar nicht haben, dieses Thema. Also so eine mittelalte oder so eine junge Katze, die schon erwachsen ist und eine etwas ältere Katze, die noch nicht 80 ist, die bewegen sich relativ gleich. Also die haben das nicht wie bei uns, dass man ab 30 nur durch die Gegend humpelt oder so, sondern da scheint das irgendwie zu funktionieren. Was machen die? Und das sind die drei Punkte, die da reinkommen. Funktionales Bewegen, Schütteln, Homöophasiales und Meinen. Und ihr werdet feststellen, dass ihr viele von den Sachen heute schon miterlebt habt. Ja, dass ihr die alle schon gemacht habt, vielleicht mit einem anderen Fokus drauf. Vielleicht habt ihr eben gesagt beim Christoph, ja, das ist mir aber zu weit raus, das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist aber genau das. Und ich gebe euch jetzt vielleicht nochmal einen ganz anderen Hintergrund dafür und dann werdet ihr in solche Sachen noch viel tiefer eintauchen wollen und viel mehr Spaß haben. Fangen wir erstmal mit funktionalen Bewegen. Auch da habt ihr heute schon eine Menge gehört. Die Leute, die mich kennen, wissen, ich bin da ja so ein kleines bisschen Ketzer, ich bin total unsportlich, bewege mich zwar viel, aber total unsportlich.
Und das ist so das Ausgangsszenario, in dem ihr euch viel bewegt. Das heißt, ihr seid häufig in so einer sitzenden Gesellschaft. Ja, ihr sitzt auf der Arbeit 8 Stunden und fahrt im Sitzen zur Arbeit, ja, in der Bahn, im Auto, auf dem Fahrrad. Und wenn ihr nach Hause kommt, um euch von der Arbeit auszuruhen, dann setzt ihr euch erstmal im Sitzen vor den Fernseher. Und wenn ihr dann vielleicht noch was für euch tun wollt, dann macht ihr noch ein bisschen Bauchmuskeltraining, geht in die Nähposition, dann legt ihr euch ins Bett. Viele von euch sind wahrscheinlich auch Seitschläfer, das heißt, sie sitzen also auch im Schlafen, weil sie genau dieselbe Position dann einbehalten. Das ist ziemlich blöd. Das ist die Ausgangslage. Dazu tragt ihr gerne noch so Schuhdinger, also ihr jetzt nicht in dem Kontext, der ist hier schon, ja, der ist schon total abnormal für die normale Gesellschaft. Da trägt man so komische Schuhdinger mit hinten so einer Erhöhung und so Zehenquetschungen, sodass man seine ganze Statik, die ihr heute auch schon mehrfach gelernt habt, die euch Stabilität gibt für das schwere Feld der Erde, auf einmal einfach so hinstellt und dann euch wundert, dass ihr irgendwie zwar nicht nach vorne umkippt, aber euren ganzen Körper daran anpassen müsst und dann vor allem auch so steht und Schwierigkeiten habt. Ja, das ist so eine unnormale Situation und dann kriegt ihr eure Problemchen und dann denkt ihr, na, muss ich aber was machen, dann mache ich am besten Sport und macht dann viele Sachen, die dann in solche Richtung gehen, irgendwelche Spielsportarten, Handball, Basketball, Fußball und so. Und was man aber verstehen muss in diesem Kontext, diese Sportarten haben nicht das Ziel Gesundheit. Das sind Spielsportarten, da geht es ums Gewinnen. Das heißt, nicht die gesundeste Mannschaft, nicht das gesundeste Kaderteam, sondern die, die die meisten Tore schießen. Ja, und faktisch ist es so, wie gesagt, dass erst der, über den Themen gesprochen habe, Charles, der geht jetzt mit 33 in Fußballerrente, weil er kaputt ist, Adduktorenprobleme, jetzt haben sie ihm noch gegen den Arm geschossen und jetzt sind da noch Sehnen, alles durchgerissen und so. Sport ist Mord, das stimmt. Ja, weil es hier ums Gewinnen geht. Auch bei vielen anderen Sachen geht es um Zeiten zu erreichen, Höhen zu erreichen. Ich kann krasser als du, ich kann besser als du. Und nicht so zwingend, ich höre mal auf meinen Körper und das ist gut für mich. Also es sind eher so externe Faktoren, hochfrequentes Beta-Denken, könnte man sagen. Gleichermaßen geht auch dieser, neue Trend so ein bisschen in die Richtung. Auch da ist es so, dass ich ein großer Fan bin von flexiblen Bewegen und freiem Bewegen und vom Spielen, wo ich aber finde, dass man aufpassen muss, dass man da nicht, wie heißt das, den Bock zum Gärtner macht oder so. Weil es gibt einfach Bewegungen, wie hier so ein, muss ich heute noch lernen, das heißt so ein Front Lever. Das ist halt einfach auch eine Bewegung, die im Prinzip aus dem Turnen kommt, wo man dann auch gesagt hat, ey, guck mal, ich kann eine krassere Bewegung als du, die ist viel anstrengender und dann zeige ich die vor und kriege mehr Punkte als du, die aber so im natürlichen Bewegen eigentlich gar keine Bedeutung hat. Also wenn ihr zu einem Aborigine geht und sagt, ey, das ist ein Front Lever, könnte euch jeder sagen, nein. Wofür auch? Okay? Das kann man, wie gesagt, machen, das ist auch alles schön, aber es ist die Frage, ob es für eure Gesundheit die riesen Bedeutung hat. Ähnlich Handstand, ja, auch riesen Diskussionen schon gehabt, das ist auch cool, man kann das mal machen, aber es gibt ja viele neue Religionen, die da so entstehen um den Handstand. Auch da muss man einfach sagen, wir sind halt Zweibeiner. Ja, das Becken und die Beine haben durchaus anderen Aufbau als der Schultergürtel und die Arme, auch wenn wir ursprünglich mal vom Vierbeiner kommen. Aber es hat andere Aufhängungen, es hat sich anders entwickelt. Ja, das sind Evolutionsjahrtausende, Jahrhunderttausende. Okay? Das heißt, all das kann man machen, aber es ist sozusagen nicht Mittel zum Zweck. Denn wenn man sich Menschen anguckt, die noch relativ funktional leben, sehen meist auch ganz anders aus. Das heißt, die haben nicht so viel Muskelmasse wie diese Kollegen hier. Die sitzen auch nicht so viel, sondern bewegen sich relativ abwechslungsreich. Die müssen mal squatten, gehen mal auf den Boden, müssen mal irgendwo hochklettern. Also haben vielfältiges Bewegen und haben eine Sache, die sie vom Sport extrem unterscheidet. Und zwar folgendes, das Mindset des ich mache es so wenig energieaufwendig wie möglich. Weil während ich im Sport Muskeln haben will und dann am liebsten noch mehr esse und dann noch mehr Muskeln kriege und sowas, ist es in der Natur so, dass das Essen echt eine schwierige Sache ist. Dann müsst ihr eure Viecher echt jagen. Manchmal jagen die auch keine, dann ist es schwierig. Und deshalb sind diese Naturvölker auch nie so muskelbepackt, wie wir heute Leute im Fitnessstudio sind. Das heißt, diese Menschen, genauso wie Tiere, arbeiten an Bewegung immer so, dass sie sagen, noch effizienter, noch weniger Energie, noch leichter, noch mehr entspannt, weniger Verbrauch. Ja, das ist sozusagen eigentlich funktionales Bewegen. Wo ihr das dann einsetzt und wo ihr das einsetzt, ist vollkommen egal. Aber dass ihr nicht drauf euch ansetzt, Hauptsache noch schwieriger, noch Muskulatur, mehr, höher, schneller, weiter. Das führt bei vielen Profis eher in den Abgrund. Ja, da muss man dann sagen, viele Protagonisten in dem Bereich haben auch eine gewisse Altersschwelle. Wirst du ab 40, 50 dünn? Ja. Ich weiß nicht, wie lange ihr leben wollt. Ich habe so Planung so bis 120 oder so. Da sieht Bewegen von Menschen durchaus oft anders aus. Ja, also das ist so ein Ding, wo ihr euch ein bisschen beschäftigen müsst. Welches Mindset setzt ihr ans Bewegen ran? Wo wollt ihr hin und was ist euer Ziel? Nächster Punkt, Schütteln. Auch das habt ihr, glaube ich, heute schon gemacht. Schütteln ist eine total wichtige Sache und ich möchte euch da nochmal den Background vergeben, wie mich folgendermaßen. Ihr habt sicher schon mal so Natursendungen gesehen, wo irgendwie ein Büffel von einem Löwen gejagt wird und dann gibt es manchmal das glückliche Event, dass der Büffel überlebt.
Und wenn man ihn dann danach zeigt, dann sieht man häufig, dass der Büffel dann unter so einem Baum steht und zittert. Ja, das kann man sagen, ja, der hat Angst. Ja, das hat mit Angst nicht viel zu tun. Denn ihr alle kennt das, wenn ihr mal einen Autounfall hattet oder die Herren an Schlägerei oder so, dann ist es danach so, dass auf einmal die Knie schlottern und die Hände zittern. Wenn man sich jetzt nicht so gut unter Kontrolle halten würde, dann würde der ganze Körper zittern und sowas machen. Was passiert da? Das ist Adrenalinabbau. Das heißt, dasselbe Hormon, was dafür sorgt, wenn es ausgeschüttet wird, dass euer Tonus hochgeht, dass ihr Anspannung habt, sorgt nachher beim Abbau dafür, dass ihr euch schüttelt und dass eure Muskeln gelockert werden, besser durchblutet werden, Milchsäure und all solche Sachen besser abtransportiert werden. Das heißt, ihr bringt euren Tonus wieder runter, um innerhalb dieser Viertelstunde wieder in euren Chill-Modus. Jetzt ist das Problem bei euch, wie gesagt, wenn ihr mit eurem Chef euch unterhaltet, ja, dann ist die Schwelle nicht so hoch, dass ihr vollkommen Adrenalin ausschüttet und total am Rasen seid. Deswegen müsst ihr sowas vielleicht mal extra machen. Also euer Stress ist so ein bisschen so noch zu niederschwellig, um diesen Prozess auszulösen. Aber trotzdem, wenn ihr merkt, ihr seid angespannt, schüttelt euch. Schütteln wird übrigens, jetzt sagt das nochmal, weiß ich nicht, irgend so ein bei Tim Ferriss mal gehört im Interview, irgendein Trainer, der damals in der Sowjetunion die olympischen Gewichtheber trainiert hat, wurde dann gefragt, was machen die denn, um mobil zu bleiben? Und dann sagte er, schütteln. Ja, die Leute mit dem krassesten Tonus, mit dem krassesten Body, schütteln. Schütteln sich los. Okay, das machen wir gleich mal so ein kleines bisschen. Ist alles, was wir heute machen, ist kein Hexenwerk, das kennt ihr alles. Nur ich möchte euch das nochmal neu ins Gehirn reinschubsen, dass ihr nochmal drüber nachdenkt. Also schütteln, eine super wichtige Geschichte. Gibt es in vielen Yoga-Stilen, habt ihr das schon gesehen, dass dann geschüttelt wird. Man schüttelt sich intuitiv, um sich locker zu machen. Ja, das ist ja nichts Besonderes. Nur ihr müsst noch ein bisschen mehr schütteln. Das ist noch zu wenig, was ihr macht. Kommen wir zum titelgebenden Punkt, zum myofaszialen Unwinding. Das habe ich euch ja eben gesagt, wenn ihr schlaft, verkehrt ihr. So. Jetzt aber Folgendes. Wenn ihr Haustiere habt, Hunde, Katzen oder sowas, Mäuse hoffentlich nicht, oder vielleicht doch, oder Kinder, was machen denn die Haustiere? Ich habe keine Haustiere. Wenn die wach werden nach einem längeren Schlaf, was machen die denn dann? Recken. Die recken sich. Mhm. Was macht ihr so? Ich stehe auf. Ja. Zähne putzen. Setzt euch gleich ins Auto, fahrt zur Arbeit, setzt euch an den Schreibtisch. Ja. Dann geht ihr nach Hause, entspannt euch wieder ein bisschen, macht wieder Bauchmuskeltraining. Ja. Aber diese Länge kommt irgendwie nicht so richtig vor. Und trotzdem kennt ihr das alle. Ja, wer von euch ist schon mal lange Auto gefahren, ist ausgestiegen, hat was gemacht? Ja, wie streckst du dich denn? Okay, wie streckst du dich denn? Oben. Mach mal. Ah, okay. So. Ah, okay. Und wie streckst du dich? Ich mach das gar nicht. Ah, gut, das ist gar nicht. Hast du gleich gezogen? Machst du das? Okay, jetzt haben wir hier so drei verschiedene Varianten. Die scheinen unterschiedliche Kurse besucht zu haben. Wie kann das denn sein? Warum macht ihr das denn unterschiedlich? Woher weißt du denn, wie du das machst? Vom Gefühl her. Vom Gefühl her, genau. Euer Nervensystem sagt euch, was ihr machen müsst. Ist es so, habt ihr eben ja schon gelernt, dass euer Faszien eigentlich mit das Hauptwahrnehmungsorgan ist, was euren Körper angeht. Das heißt, wenn ihr eure Augen schließt und haltet euren Arm irgendwo in die Gegend, dann habt ihr natürlich ein Gefühl dafür, wo euer Arm im Raum ist. Das macht ihr mit euren Faszien. Und scheinbar ist es so, dass eure Faszien eurem Nervensystem auch melden, wenn da irgendwas verkürzt ist. Sprich, ich saß die ganze Zeit so, diese Faszien sagen in eurem Gehirn, nicht gut. Also bitte, wenn du aussteigst, streckt das Ganze mal. Das Problem ist, da wo ihr aufhört mit dem Regeln, fängt das Regeln eigentlich an. Ja? Deswegen ist das, was ihr gerade eben gemacht habt, ist genau das Ding. Wenn ihr euch entspannt, und das müsst ihr dafür eben loslassen, ja, dann fängt euer Körper an, euch Bewegung vorzugeben. Ich mache das mal, das kann man in so einem Rahmen immer machen, sonst wird draußen auf der Straße wird mir leider eingeliefert. Ist auch keine Übung fürs Fitnessstudio, ist nicht zum cool aussehen. Und was ich jetzt mache, ist, keine Ahnung, was das kommt. Weiß ich nicht, ist immer anders. Okay? Ich fange mal mit dieser Streckposition an, weil das für euch bekannter ist. Das heißt, ich würde jetzt hier sowas machen, ich würde mich hier reinstrecken. Jetzt lasse ich los und ich höre einfach meinen Körper rein, spüre rein, mache mir ein Bild, was kommt als nächstes. Und auf einmal habe ich das Gefühl, ich möchte so eine Bewegung machen. Bringt mein Körper mich hin. Hat auf einmal jetzt eine Drehung und jetzt würde sich das ganz gut anfühlen. Das war Freundschaft. Ja, und ich weiß nicht, was kommt. Also es hat keine Choreografie, dass ich sage irgendwie, oh, jetzt muss ich zweimal nach rechts, dreimal nach links, sondern das geht in irgendwelche Richtungen. Und das Schöne ist, wenn ihr das macht,
ihr merkt, dass wenn ihr so eine Seite lang macht, dass ihr das beeinflussen könnt, indem ihr zum Beispiel eure Hüfte fallen lasst. Ah, ist da mehr Stretch drin. Und ihr regelt euch. Das ist kein Stretch im Sinne von auch zu viel. Es bleibt im Rahmen von angenehm. Deswegen ist das auch schön, wenn ihr Geräusche macht. Dürft ihr nachher mal. Wir gucken vielleicht mal, wenn ihr das Musik nachmacht, weil die Geräusche machen. Aber das ist ein Prozess, der vollkommen natürlich in euch drin ist. Der ist schon angelegt. Ihr kennt es alle vom Sitzen und Aufstrecken. Ihr macht es nicht, weil es nicht cool genug ist. Weil jetzt habe ich extra schon so einen geilen Namen dafür. Jetzt nicht, was muss er damit machen? Regeln ist ja nicht so sexy, aber normaler Fashion Unwinding Typ. Das verkauft sich auch. Das heißt, Hunde, Kinder, Katzen, was auch immer, alle Leute machen das automatisch und die machen das eben nicht nur, wenn sie geschlafen haben, sondern auch zwischendurch. Ihr kennt das, euer Hund oder was auch immer sitzt dann da und irgendwann sagt er, das solltet ihr auch öfter machen. Ich mache das durchaus im Büro und dann stehen aber die Kollegen an der Tür und meinen, ist was passiert. Ja, ich kenne das, wenn ich auf Seminaren selber bin, als Teilnehmer, ja, irgendwas, Hypnose-Zeugs, Coaching, blablabla, bewegen irgendwie, dann ist es immer so, dann muss ich wie ihr, sitzt man natürlich dann eine ganze Zeit und dann ist Pause, dann gehe ich ans Fenster und stehe am Fenster und mache dann sowas. Und in der nächsten Pause, mindestens oder spätestens in der nächsten Pause, kommt dann einer zu mir und sagt, hör mal du, was waren denn das für Übungen? Und dann sage ich mal, weil das für mich auch nicht mehr so bewusst ist, ich habe mich nur ein bisschen bewegt. Mhm. Naja, aber ich meine diese Übungen. Ja, das war bewegen. Ah, okay. Ich sehe, du gehst auch so komisch. Ja. Also dann müsst ihr euch drüber hinwegsetzen. Also ihr könnt sozusagen mit dem Strom schwimmen und die Probleme haben, die alle haben. Hey, eure Entscheidung, euer Leben. Ihr macht das, was eigentlich in der Tour macht, was eigentlich viel besser ist. Für diejenigen, die im Büro sind, ich hatte auch mal so Sklavenarbeitsphasen, wo ich im Büro gearbeitet habe und mir einer gesagt hat, was ich tun soll. Und da musste ich viel auch mit einer Anzugshose und einem Hemd in der Hose rumlaufen. Und da hat man natürlich das Ding, wenn ich mich strecke, ist das aus der Hose raus. Und dann dachte ich, ja, das ist doch eine coole Übung. Das heißt, für euch Damen und Herren, wenn ihr dazwischen nicht mehr auf Toilette geht, dann macht doch einfach das Spielchen, Hemd ist in der Hose und das Spiel ist, Hemd aus der Hose kriegen ohne Hände. Hervorragend, sagt ihr im Tag andauernd kleine Bewegungstests, die euren Körper frei machen. Weil ihr müsst euch überlegen, wenn ihr, also es gibt einen Barfuß-Typen, der im Wald lebt in Amerika, Mick Dodge heißt der. Der hat mal in einem Interview, das ich mit ihm gemacht habe, gesagt, so, ja, irgendwie ist auf Englisch so, von wegen Humans are funny animals. Also nach dem Motto, sie versuchen ihr Bewegen in einen Zeitplan zu packen. Das heißt, ihr wirklich 8 Stunden überhaupt nicht oder schlecht und dann, hey, 2 Stunden jetzt aber Yoga, Ja, das gibt es nicht bei Tieren. Tiere bewegen sich immer. Die stehen ein bisschen rum im Wald, irgendwelche Rehe, dann kracht man einen Ast runter, dann springen die hoch und rennen weg, ohne sich warm zu machen übrigens. Und dann stehen sie wieder und regeln sich mal, kämpfen ein bisschen. Das heißt, guckt, dass ihr euer Bewegen zwischendurch reinbaut und dafür ist dieses Regeln, Hemd aus der Hose, eine ganz feine Geschichte. Ihr kennt Regeln aber auch in einem anderen Kontext. Es gibt nämlich sowas wie Myofascial Unwinding in formalisiert. Das sind dann solche Sachen. Ja? Tai Chi, wenn man sozusagen den Kampfkunstaspekt rausnimmt, was man heute macht für gesundheitlich, oder sowas wie Yoga. Es ist nichts Ungewöhnliches, wenn ihr sagen würdet, so, ah, ich muss mich mal strecken. Dann würde ein Yoga-Lehrer sagen, das ist so eine krödelige Kriegerposition. Was sie denken, ist aber falsch. Ja, das sind sozusagen alles Ausschnitte, zumindest der Part, der noch sinnvoll ist, Ausschnitte aus dem Bewegen, was ihr natürlicherweise eh machen wollt, dem man einen Namen gegeben hat und sagt, okay, dieser Frame ausgeschnitten, das ist die Übung. Das Interessante für euer Nervensystem ist aber, von A nach B zu kommen und zu gucken, was passiert denn nach dem Krieg? Ach, das gibt es irgendwie wahrscheinlich dann auch. Und dann sagt er, das ist aber, sagt er gerade, und das ist ja Kibadachi. Ja? Den Kind den Namen. Ja? Das ist, anyway, aber dieses freie, natürliche Bewegen ist bei euch automatisch drin. Und das gibt es halt eben formalisiert in solchen Systemen, und da kennt ihr das auch alle. Ihr müsst euch nur frei machen von diesem perfekten Gedanken, deswegen sage ich am Anfang, glaubt mir bitte nichts. Ja, wenn ihr jemanden habt, dann habt ihr einen Yoga-Stil, die sagen, nein, ihr müsst aber so machen. Dann sagt, nein, ihr müsst das Bein nach außen machen. Also, nein, ihr müsst den Fuß hinten drehen. Also ihr müsst die Luft halten, ihr müsst atmen. Jeder hat so sein Modell und kein Modell ist richtig oder falsch, sind alle richtig und falsch. Wichtig ist, was ist euer Modell? Wie funktioniert Bewegen für euch? Okay? Deswegen ganz wichtig, so als Schluss des Theorie-Dings, ihr kommt von Hause aus 100% funktionsfähig. Ihr kommt auf die Welt und ihr seid so konstruiert, dass ihr nackig auf dem Feld funktioniert. Ohne sensomotorische Einlagen und
Bläh, Kisio, Tape, Tralala, was es alles gibt. Ja? Ihr müsst nur euren Körper wieder so nutzen, wie das gedacht war. Okay, ja? Ja, jetzt ist aber die Frage, woher weiß ich denn, wie das gedacht war? Ja. Weil ich habe jetzt 28 Jahre Mist gemacht. Ja. Also was heißt, ich habe mal so sechs Jahre meines Lebens habe ich irgendwie noch gut gemacht, dann hat die Mama gesagt, nee, bloß nicht, ja. Ne? Ich zieh die Schuhe an. Hast du in der Schule gesessen, ganz lange? Schuhe, sitzt still, ja. Gehen, ne? Ja. Und jetzt, ja. Ich bin 28, habe festgestellt, oh Scheiße, jetzt brauchst du 30, ne? Brauchst jemanden, der dir sagt, es geht. Jetzt geht's. Das Ding ist, wir haben eben darüber gesprochen, dein System ist so toll. Kümmerst du dich meist um deinen Atem, wie du Atem machst, oder Herzschlag so? Es gibt so viele Prozesse, wo du dich nicht drum kümmerst, die automatisch laufen. Und auch dieses Bewegen kann automatisch laufen, ist ein bisschen Weg dahin, du musst es nur zulassen. Was ihr gerade gemacht habt im Bewegen beim Christoph, war ein Loslassen und gucken, was passiert. Und wenn ihr das über dieses Unwinding lange Zeit genug macht, dann kriegt ihr wieder ein Körpergefühl, eine Bewegungsintelligenz, wo ihr Bewegungen macht und dann sagt, so fühlt sich richtig an. Oder, oh nee, da ist irgendwie das Knie verdreht. Das ist wahrscheinlich nicht richtig. Das heißt, bewegen langsam machen, lernen, reinspüren, dann ergibt sich irgendwann automatisch das Richtige. Vielleicht seid ihr so verhunzt, dass ihr ein bisschen Hilfe braucht, dann kommt ihr zu Bätschen wie mir und gibt mir ein Heidengeld, dass ich euch wieder pimpe. Aber ihr könnt das theoretisch auch selber machen, ein bisschen längerer Prozess, aber ihr müsst eure eigene Körperintelligenz erstmal wieder so ein bisschen auftracken. Okay, das machen wir jetzt gleich mal so ein bisschen. Wir machen ein bisschen Unwinding. Von daher erstmal hier theoriemäßig danke für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mich mal besuchen wollt im Internet, dann guckt hier so vorbei. Da gibt es einen kleinen auch wieder Übungskurs tatsächlich, ja, gratis. Auch das wieder tatsächlich irgendwann vor Jahren gelernt. Der Fisch muss dem der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Das heißt, Unwinding sagen die Leute, ja, kann ich ja nicht machen. Ja, da gibt es aber Übungen, die so ein bisschen in die Richtung reingehen. Ein paar kennt ihr bestimmt schon. Da fehlt noch einer mit einem anderen Gedöns. Und dann würde ich sagen, steht ihr mal auf, machen wir mal vollkommen blödsinnig aussehende Bewegung. Und jetzt bitte eine Sache wichtig. Warte mal kurz zu. Eine wichtige Sache. Wir fangen erstmal ein kleines bisschen mit Schütteln an, das ist noch harmlos. Wenn wir gleich das Unwinding machen, bevor ich das vergesse, das nochmal zu sagen. Je bescheuerter ihr denkt, die Bewegung aussieht, desto besser. Ja? Ich habe euch eben zugeguckt beim Bewegen, da war dann so, oh, ich bewege mich total. Ja, jetzt machen wir aber ein bisschen mehr. Ja? Wir dürfen nachher auch die Augen zumachen, dass ihr nicht seht, was die anderen machen und sowas, aber bitte richtig abfreaken. Sehr gut, Dankeschön. I think you got the idea. Ihr seht jetzt hier vorne, bleibt mal mit hier unten. So kann es dann weitergehen. Ja? Aus Platzgründen machen wir das Ganze natürlich nicht auf dem Boden, aber wenn ihr zu Hause liegt in eurem Bett, ihr regelt euch, hey, es geht auf dem Boden weiter. Ja, ihr könnt von oben sozusagen, ihr ändert die Ebene, seid auf dem Boden, dann geht es unten am Boden weiter, die Regel, ihr kommt vielleicht in so eine Squat-Position, kommt dann wieder hoch, was auch immer. Ja, macht euch komplett frei von dem, was passiert. Dafür braucht ihr ein bisschen mehr Raum, wenn es auf dem Boden steht, ist ein bisschen platzsparend. Okay? Also eine ganz, ganz super einfache Übung. Und wer von euch, mal kurz Hand hoch, ganz ehrlich, wer fühlt sich jetzt so ein bisschen, im Körper so ein bisschen freier? So. Super, oh, okay. Ja, aber es ist tatsächlich so ein Gefühl, dass man wirklich sagt, so, weil genau das macht man morgens, wenn man verspannt ist oder so, sich nicht bewegt hat, dann intuitiv bewegt man sich da rein. Macht es häufiger, macht es länger, macht es entspannter und ohne Vorgabe, was ihr machen wollt. Ich verstehe das, dass man sehr gerne sagt, ja. Zweimal rechts, dreimal links. Ja, aber euer Körper gibt euch selber eine Vorgabe. Vielleicht viermal rechts, gar nicht links. Und euer Nervensystem, eure Fasten sagen euch, wo lenken wir. Ist nicht pervers. Pervers, wie du bist. Also, das war es im Prinzip von mir. Ich hoffe, ihr konntet noch ein bisschen was mitnehmen, so ein bisschen vom Mindset zu vielen der Sachen, die ihr heute schon tatsächlich gemacht habt. Ja, warum das auf so einer ein bisschen verkopft, biochemisch, Ebene, wissenschaftlichen Ebene tatsächlich so funktioniert und warum all solche Sachen so loslassen, bewusst werden, entspannen, sei es mental als auch körperlich wichtig ist und was ihr mit ganz einfachen Tools, die ihr eh dabei habt, wo ihr keinen Kurs besuchen müsst, wo ihr auch tatsächlich echt kaum was falsch machen könnt, eigentlich fast gar nicht, ja, wahnsinnig viel machen könnt. Ja, am Anfang ist es so, dass ihr dann regelt und sagt, naja, mehr passiert ja auch nicht. Ja, okay, lasst euch Zeit. Und irgendwann kommt ihr in ganz freakige Bewegung rein. Und irgendwann ist es auch intuitiv, von hier irgendwie ins Squat zu gehen oder dann auf dem Boden weiter zu regeln. Gebt euch Zeit. Ja, euer Körper führt euch da schon hin. Ihr müsst nur loslassen. In diesem Sinne lasse ich jetzt auch los. Danke für eure Aufmerksamkeit.